dein Lokalregion Lübeck. Willkommen in Holstein. Wow, das sieht aber lecker aus, was der Norden hier auftischt. Bei mir gibt das Bruder bei den Fische. Die grill ich heute. Na dann mal los. Gegrillt oder gekocht, Hauptsache es schmeckt. Oder etwa nicht? Ich würde das Gericht noch mal überdenken. Was ist denn da los? War mir aber tatsächlich ein bisschen zu feurig dann. Das hat nicht diese Bomben gemacht hat. Alter Schwede, da sind ja Kommentare dabei, da klappen mir die Fußnägel hoch. Na dann mal Prost und Mahlzeit, Ostsee-Männerrunde. Wir starten heute im Wolkenlos. Das Konzept von unserem Restaurant ist ein hochwertiges Beach-Restaurant. Klingt ja eigentlich nach einer guten Idee, aber kommt die auch geschmacklich gut an? Mein Appetit ist einfach kaputt gegangen. Das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Deswegen war das nicht so ganz so ein tolles Erlebnis. Nein, es ist nur so, ach, scheiße. In Lübecks Umgebung schauen wir diese Woche in die Töpfe. Rund um die Ostseestadt gibt es viele schöne Ziele. Los geht's im Wolkenlos, Christians schickem Beachclub am Timmendorfer Strand. Morgen sind wir dann im Laurent. Hier in Bad Oldesloe serviert Alessio italienische Küche. Am Mittwoch bleiben wir noch in Bad Oldesloe. Im Candela kocht Chef Rainer klassisch. Weiter geht's dann nach Scharbeutz. Hier bietet Sebastian im Butz saisonale regionale Küche. Und zu guter Letzt sind wir bei Helge in Mölln. Im Amadeus serviert er gut bürgerliche Gerichte. Wen sehen wir denn da beim Ostseestrandspaziergang? Profi Mike lässt sich den Wind um die Nase wehen. Wir sind die ganze Woche rund um Lübeck, okay? Mit Mein Lokal, Dein Lokal. Und das da, das ist der Sandstrand von Timmendorf. Timmendorfer Strand. Mega schön. Und jetzt geht's beim Christian los. Um den Rest zu erzählen, komme ich da mal rum. Das Lokal ist da. Tolle Lage, schicke Bude und das mit eigenem Pier. Schaut euch mal das Ding an. Das schaut ja asiatisch aus. Stimmt, jetzt wo du sagst, aber gibt's hier auch Asiatisches? Also von daher, lassen wir uns doch auch auf den Christian mal ein und auf hier auf das chinesische asiatische Hütchenspiel, oder? Gehen wir mal mit Mike auf Entdeckungsreise und besuchen die Pagode vom Timmendorfer Strand. Drinnen ganz schick eigentlich. Das Besondere am Restaurant Wolkenlos ist automatisch, wenn man hierher kommt, ist das Ambiente. Das ist auch schwer zu übertreffen mit irgendwas anderem. Man hat rundherum Glas, man kann von überall, von jedem Platz aus das Meer sehen. Es ist immer ein Erlebnis, hierher zu kommen. Abendessen schwebend über der Ostsee, echt eindrucksvoll. Das Konzept von unserem Restaurant ist eigentlich ein hochwertiges Beach-Restaurant. Es macht unheimlich viel Spaß, hierher zu kommen. Und es ist eben auch das erste Restaurant, das ich ganz alleine, beworben habe und betreiben darf. Und deswegen ist es ja mein Baby und das Herzblut hängt komplett daran. Ja. Herzblut, da schlägt auch Mikes Herz gleich höher. Frisch ist es, also nix wie rein in die gute Stube. Hier ist ja doch kuscheliger, ne? Und wärmer. Moinsen. Moin, Mike. Ja, hallo, jetzt aber. Hi. Los geht's, oder? Schön, dass du da bist. Ja, ich freu mich. Freuen uns. Was ist das für eine geile Hütte? Und was hat, pass auf, Wolkenlos heißt das Restaurant, das muss ich als erstes mal fragen. Und Mikado Teehaus, ist das der Name von diesem Gebäude oder wie ist das zu verstehen? Genau, der ist der Kunstname des Spenders praktisch gewesen. Der wollte, dass das so heißt. Und genau, wir befinden uns im Mikado Teehaus und sind das Restaurant Wolkenlos. Nicht schlecht. Und wieso dieser asiatische Touch? Derjenige, der das Ganze damals gespendet hat, hat eine große Affinität nach Asien und wollte eigentlich so einer brechenden Welle das nachempfinden, aber es hat natürlich auch einen stark asiatischen Touch. Ja, würde ich sagen. Ne? Ja. Und dann komischerweise Mikado Teehaus, ne? Das hört sich nicht nach friesischem Tee an. Nee. Also wollen wir jetzt mal ehrlich sein. Aber es versprüht Offenheit, kosmopolitisches Denken. Es kann natürlich auch kulinarisch jetzt eigentlich alles auf mich zukommen. Stimmt. Also, was gibt's hier für hungrige Strandgäste? Mehr Blick geht jedenfalls kaum, den bis zu 90 Gäste im Restaurant genießen können. Aber wenn man dann so eine exponierte Lage hat, muss dann die Speisenkarte auch so ein bisschen breit gefächert sein und für jeden was bieten? Wie muss man sich das vorstellen? Die Küche ist eigentlich international, mit vielen norddeutschen Einflüssen. Dadurch, dass eben die Urlauber gerne alle zu uns kommen, haben wir von allem was, auch in jeder Preislage. Aber ihr seid kein Fisch-Fisch-Lokal. Also nein, wir haben von allem etwas. Da kannst du schon mal und musst du vielleicht sogar dich ein bisschen internationaler auch aufstellen, aber die Eckdaten Fisch,
darf man nicht komplett ignorieren, ist klar. Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Küche und schauen, was hier frisch auf den Tisch kommt. Koch Heil bereitet schon vor. Die ist klein, die Küche. Die ist kostet, ne? Sie ist klein, die Küche. Bewegungsfreiheit schaut anders aus, ne? Wen haben wir da? Heil, grüße dich. Heil heißt du? Ja. Was ist das denn von vorne? Wo kommt der her, der Name? Ich komme aus Aserbaidschan. Okay, und da spricht man den sicher anders aus, wie? Genau, da wird der als Khayal ausgesprochen. Khayal? Genau. Na, das schaffe ich zumindest in 5 Minuten. Ich lasse euch beiden alleine. Super, ja, alles in Ordnung. Viel Spaß und bis später. Was gibt's für ein Gericht für mich? Wir kochen Curry wolkenlos. Aha. Also das Curry kommt klassisch aus Südostasien. Wir haben das hier ein bisschen verfeinert nach unserem Rezept, nach unseren Geschmäcken. Das ist das Julien-Gemüse. Das ist die Einlage für das Curry. Das Grund-Curry-Rezept kochen wir jetzt gerade zusammen. Südostasien an der Ostsee? Na dann mal los. Die Zwiebeln glasieren im Topf, während Heil Äpfel schneidet. Kommt das Obst etwa ins Curry? Also du machst einen Fruchtanteil mit der Banane und eben dem Apfel? Genau, absolut. Das ist ein bisschen fruchtiger. Banane, ja, das ist ja, was wird so ein leicht norddeutsch abgeändertes Curry, ne? Norddeutsch Banane? Naja, aber jetzt kommt frischer Ingwer dazu. Und was darf im Curry nicht fehlen? Und ich habe hier Thai-Chilis, 2 Stück. Curry hat immer eine leichte Schärfe, was ich jetzt damit reinbringe. Leichte Schärfe? Die Freundchen sind doch schon was für Fortgeschrittene. So. Die 2 haben aber schon, die können was. Die können, ne? Ja, die haben Druck, die können. In der Zeit, wo es anschwitzt, nehme ich das Currypulver und die Currypaste. Gelbe Currypaste gibt es. Achso, das ist diese in den Bechern? In den Bechern gibt es in jedem Asialaden zu kaufen. Ja. Ich finde, das eine gute Ware ist, damit kann man gut arbeiten und das passt zu unserer Küche. Also finde ich auch cool und gibt dem also zumindest so einen richtigen Touch an Originalität. Absolut. Und tatsächlich gibt es da auch noch 3 verschiedene Versionen. Es gibt Rot, es gibt Grün, es gibt Gelb. Und nicht, wie wir denken, das Ampelprinzip, also quasi Rot ist die schärfste. Die schärfste ist tatsächlich Grün, ne? Also weil die hat also am meisten und den höchsten Chilianteil. Dann folgt die Rote und dann die Gelbe. Heil würzt die Früchte zunächst mit etwas Currypulver. Dann kommt noch Ananassaft zum Curry-Obstsalat hinzu, bevor er die Pasta einrührt. Jetzt auch noch Bananensaft. Warum? Das heißt, die Süße über die Frucht. Genau, süße Kettfrucht, genau. Cool, den Bart, Hammer. Ja. Jetzt? Und jetzt einfach das... Die Kokosmilch? Die Kokosmilch einfach hineingeben. Die Kokosnussmilch gibt Currys eine cremige Konsistenz. Und würde ich zum Schluss da Zitronengras reinmachen. Jetzt wird's erstmal richtig laut, weil der Heil das Gras so haut. Aber dafür gibt es einen guten Grund. Macht da richtig schön anschlagen, damit das auch wirklich... den Geschmack abgeben kann. Ne? Weil wenn es die Stange so reinschmeißt, das wird nichts. 10 Minuten lassen wir das mal kochen. Ja. 40 Minuten lasse ich das sieden. Pack das 12 Stunden noch mal im Kühlhaus rein, damit das ordentlich zieht. Nimm das raus, setz das noch mal auf, passier das, pürier das einmal und dann haben wir das fertige Curry. Das ist dann die Grundzutat, die Heil kombinieren kann. Das sind Garnelen, da ist Chili drin, das sehe ich, da ist Knoblauch drin, da ist Olivenöl drin. Ja. Dann sehe ich irgendwie was Grünes, könnte Rosmarin sein. Richtig. Da so ein ganz kleines Ding. Ja. Okay, und das sind ganz normale, das ist natürlich auch klar, was eine Garnele, die ist tiefgekühlt und die ist hoffentlich langsam aufgetaut. Auch witzig, ne? Rosmarin zum asiatischen Gericht, ne? Das ist eine Hühnerbrust. Ja. Was ist das für eine Gewürzmischung da drauf? Argentinische Gewürzmischung ist das, die gut zum Steak, zum Fleisch gut passt. Brätst du das auch oder wie kommt das? Also, das brate ich auch. Mach das fertig, mach in Ruhe, ich lasse dich jetzt in Ruhe, okay? Garnelen ins siedende Öl, Rosmarin dazu und schon geht's an den Tisch. Ah, schau, jetzt geht's los. Passt. Danke vielmals. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der Urlauber, der Tourist, der Einheimische sagt, schön, keine Frage, aber Rosmarin aus Asien, also das passt nicht ganz zusammen. Ist ja schön, auf der Schiefernplatte, da hast du einen Basmati-Reis, schätze ich, ne? Ja. Schau mal schnell, bevor das noch weiter durchzieht, ne? Also schön saftig, nicht so tot, ne? Und sonst? Mike war ja nicht mit allen Zutaten so happy. Wie schmecken die Garnelen? Ja, die ist schon ein bisschen trocken. Ne? Ein bisschen. Die geht schnell durch, ne? Ja. Ich probier mal, oder? Ja? Sehr gern. Ich bin gespannt. Mike macht's aber wieder mal spannend. Dabei ist Heil doch ohnehin schon so nervös. Es kriegt einen schönen Touch durch diese Currypasten. Die sind nämlich wirklich gut. Hier ist auch der Schärfegrad völlig in Ordnung. Und ich sag mal sehr kommerziell
weil das einfach eine breite Schärfe ist, die man aushält. Ja? Dein Gemüse ist knackig und alles und ist alles fein. Die Hühnerbrust, ich hätte sogar einen Tick früher rausgenommen, aber man muss auch schauen, wer kommt. Also ich hätte die noch ein bisschen glasiger gemacht. Garnelen könnte man vielleicht eine größere sogar kaufen. Die kriegst du besser hin, im Stress nämlich erst recht. Ne? Weil die kleine scheißt gleich mal durch, ne? Die ist gleich mal trocken. Das Curry hier ist an sich sehr süß. Mhm. Das kommt durch die Früchte. Ne? Nicht falsch verstehen, das Curry hat nichts mit Thailand zu tun und nichts mit dem Original-Curry. Trotzdem ist es sehr lecker. Warst du schon mal beim Thailänder essen? Hast du mal so ein richtiges Thai-Curry gegessen? Ja. Da ist ja ganz viel mit Zucchini wird da gearbeitet, mit der kleinen Thai-Aubergine wird da gearbeitet, mit dem frischen grünen Pfeffer vom Strauch wird da oft gearbeitet. Ne? Also ich selber liebe dann natürlich auch diese Vielfalt von den Kräutern. Ne? Also da gehört zum Beispiel ein Thai-Basilikum dazu, frisches Koriander. Da war so ein Ding drauf. Rosmarin passt ja gar nicht zum Curry. Ne? Das wäre so mein Wunsch, wenn ich mir ein Curry bestelle. Überlegt mal, ob ihr nicht dann ein Ticken originaler werden wollt. Aber irgendwo weiß ich auch, wo wir sind. Also ich will es nur sagen. Wir freuen uns ja über das Feedback. Ja, aber das ist einfach, das nagst du so weg. Da freut sich eine ganz große Masse und glauben dann wahrscheinlich auch, sie sind in Indien oder in Thailand oder in Vietnam. Ich bin einfach ehrlich, aber trotzdem ist es lecker. Und die Hähnchenbrust mit Argentinien, mariniert die doch. Kannst du total. Wenn du willst, schreibe ich dir auf die Serviette noch ein Rezept, wo man es super marinieren kann, super vorbereiten kann. Und dann hat es noch ein bisschen mehr Asiatisch. Das wäre super, ja. Oder? Ja. Ja, gerne. Bock drauf? Nehmen wir mit. Das Feedback gemischt. Das Wolkenlos will wohl einen breiten Geschmack treffen. Die Location ist der Hammer. Hier müsst ihr unbedingt herkommen, egal wie der Wettkampf hier weitergeht. Da muss man vorbeischauen. Tipps habe ich auf jeden Fall dagelassen. Ich freue mich über die Bandbreite, mal zu sehen, was da so geht. Ich selber würde das Konzept tatsächlich anders aufziehen. Ich würde es ein bisschen originaler, getrennter, klassisch machen. Vielleicht eine klassische norddeutsche Karte und dann einfach mich entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.